Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game, wenn's mal starten würde. Es gibt einen neuen Boss, Phoenix, irgendwas heißt der, ich hab's schon wieder vergessen. Eigentlich ganz gut, dass wir letztens den Signosuchus uns gemacht haben, weil. Ach, was, die Neuigkeiten werden gar nicht mehr eingeblendet. Weil dann könnte man ja den hier, ne, gleich mal sich holen, ne? Leute, ganz kurz, was ich sagen möchte zu dieser S-DNS. Ihr seht es hier, 3100. Das ist nicht legitim, ich weiß. Ich habe gesagt, ich möchte das eigentlich erspielen alles. Ich weiß, es gibt Methoden mit irgendwelchen Programmen, wo man den Wert ändern kann und dass man es dann kriegt. Das habe ich nicht gemacht. Das könnte man tun, das könnte ich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich es machen will, weil es ist schon ein bisschen ehrenlos. Aber ich nutze hier nicht wirklich einen Hack aus, sondern eher so einen Glitch. Und zwar. Jetzt gerade ist es nicht da, aber wenn ihr, also bei mir ist es zumindest so, mit VPN in das Spiel reingeht, also mit einem immer einen anderen Ort reinsucht, dann kommt hier die Meldung, ja, wegen Jurassic World Fallen Kingdom kriegt ihr S-DNS und dann kriegt man immer 100. Und das habe ich jetzt paar Mal gemacht, wie ihr seht, und jetzt bin ich bei 3100 DNS. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Leute. Ich könnte den Indoraptor jetzt also schon früher bekommen. Soll ich das machen oder nicht? Findet ihr das ehrenlos oder nicht? Das würde mich halt jetzt interessieren, weil ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, ach nee, komm, das ist schwul von dir, wieso mach... Also, nicht schwul, das ist scheiße von dir. Ich weiß, ich habe jetzt schon eben nicht fertig gemacht, weil ich mir dachte, komm, sonst sehen mich alle wieder als so dummer, blöder Schummler an und dann habe ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn jetzt, ich werde da vielleicht einen Strawpoll machen. Also so, da sollt ihr auch, das mache ich in den Kommentaren. Da sollt ihr mal bitte eben eure Meinung abgeben. Soll ich es machen oder soll ich es nicht tun? Also ich habe einen Glitch. Ihr könnt mal probieren, ob es bei euch auch geht. Vielleicht geht es auch nur beim Emulator, ich weiß es nicht. Da muss man einfach nur mit dem VPN seine Position ändern. Und dadurch kann ich immer wieder diese Belohnung von Lydia einsammeln. Das könnte ich hier jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich das machen kann. Also ich habe jetzt immer. Bin immer wieder an einen anderen Ort gegangen, aber ich konnte eigentlich mehrfach in einem Ort das einsammeln. Weil man braucht, nachdem man den Indoraptor auf Level 10 hat, noch mehr S-DNS, habe ich schon gehört, und das ist eigentlich schon gay. Also Leute, bevor es weitergeht, das würde mich interessieren, weil wenn ihr sagt, das ist scheiße, das sollst du nicht machen, dann werde ich jetzt legitim wieder weitermachen, weil das sehe ich dann auch ein, dass das eigentlich gay ist. Also deswegen habe ich es nicht fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, dann sagen alle, ich bin Hacker. Ich finde das eigentlich ein bisschen kacke. Ich habe anfangs mir ein bisschen geholfen, dann habe ich irgendwann bin ich legitim geblieben. Und eigentlich will ich es jetzt dabei behalten. Also, eure Meinung ist da gefragt, was ihr davon haltet. Jetzt aber wieder zurück ins Spiel. Das mit Indoraptor ist eigentlich schon, wie soll ich sagen, ziemlich krass, dass man da noch mehr S-DNS braucht. Aber da müssen sie eigentlich die Stats von dem auch wirklich verbessern. Die sind nicht so stark und nicht so dolle. Habe ich von euch schon mehrfach gehört. Habt ihr eigentlich auch recht. Sind nicht so toll. So, Boss-Alarm gibt's. Füge 500 Schaden zu. Okay. Phoenix 44 hat sehr viel Leben. Achigalo, Judon, Signosuchus hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ich sehe gerade, ich habe noch Steam offen. Mein Fehler, werde ich wieder schließen. Auch Overwatch Spellnet habe ich noch offen. Beginnt doch gut, Leute. Okay, der sieht ziemlich interessant aus. Wir saven jetzt mal. Selben nochmal. Verdammt, wir hätten angreifen können. Wir lassen ihn erstmal angreifen. Wir lassen ihn den Fehler machen. Okay, hat er nicht gemacht. War eigentlich anfangs safe, ist ganz gut. Ich meine, jetzt kann er uns noch nicht so viel Schaden machen. Jetzt soll er ruhig ordentlich angreifen. Macht es immer noch nicht. Er macht es einfach immer noch nicht. Wir werden jetzt einfach 4 saven und 4 auf Attack setzen. Tatsächlich reicht sogar. Ganz schön krass mit seinem Schnabel da, ne? Greift er jetzt an? Nein, immer noch nicht. Ja, dann hat er jetzt zu 100% 4 Verteidigung. Also. Ja. Greift er jetzt an? Okay, er hat noch einen Punkt übrig. Alter, das ist eine Special Attack. Holy shit. Sah geil aus. Ein Punkt hat er noch übrig. So, ist er dead? Zack. Ach, hört ihr das? Während dieser Todesanimation
wird unser Kill-Sound die ganze Zeit wiederholt. Das ist aber ein ekelhafter Bug, wenn du mich fragst. Müsste nicht sein. Wir gehen auf Verteidigung. Ja, und? Greifst du an? Bitte greif an. Okay, er greift voll an. Ist okay. Jetzt können wir ihn wieder dafür kontern. Er hat jetzt schon 21.000 Leben. Ekelhaft. Ja, passt. Bisher macht der Regalo das ganz gut. Ja, hört ihr die ganze Zeit, der Kill-Sound kommt immer wieder. Da hinten Lüdi, habt ihr es gesehen? Oh, wusste ich gar nicht. Für eine Anspielung. Also, beziehungsweise Selbstwerbung. Eigenwerbung, meine ich. Ich gerade so überlege, weil ich mit diesem Glitch gedünst. Es ist ja eigentlich, natürlich, es ist kein Hacking, aber es ist trotzdem auch Cheating. Also, das müsst ihr entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich war mir eben unsicher. Ich habe gedacht, klar, es ist eigentlich ein Bug, den ich ausnutze von denen. Abuse. Jetzt habe ich halt, ich habe mir gedacht, kann man da immer neu reingehen? Und dann habe ich gesehen, ne, das bringt nichts, habe ich damit VPN probiert. Also zufälligerweise, weil ich halt auf einem anderen Account online gegangen bin, also auf meinem anderen Emulator-Account, der ist in Kanada im Endeffekt. Und da habe ich gesehen, aha, hat funktioniert. Deshalb würde mich halt eben interessieren von euch, ob das dann für euch sagen okay wäre, wenn ich das eben durch so ein Bug-Abusing bekomme. Aber es ist ja auch eigentlich nicht korrekt. Deswegen, was euch halt lieber ist. Ich kann es auch einfach jetzt die letzten 900 jetzt fair spielen, das ist kein Problem. Autsch, er hat alles eingesetzt. 4 Punkte werden aber nicht reichen, oder? Nee, scheiße. Wir saven alle. Okay, er hat noch 2 Punkte übrig. Fehlen uns 5 Punkte? Ach du Scheiße, macht dir viel Schaden. Hört ihr, wenn die Animation oder was heißt Animation, wenn die Phase so lang dauert, dass man gerade Schaden bekommen hat, dann wiederholt sich der Sound die ganze Zeit. Jetzt kam gerade kurzzeitig kein Sound. Es ist ein bisschen verbuggt. Ich greife nochmal an. Das ist jetzt nur 3 Punkte. Der Arsch. 3 Punkte hat er noch. Bitte greife die nächste Runde an. Scheiße, er hat alle gesaved. Wir hätten ihn noch einmal killen können. Okay, er greift an, das ist gut. Ein Punkt hat er noch. Ich glaube, wir schaffen es, ihn noch einmal zu töten. Wir machen knapp 7000 Schaden, wie ihr seht. 6990. Ja, kein Kill. Oh, er ist nicht mal auf Defense gegangen. Na gut, wir haben es eigentlich recht weit geschafft. So ein Faggot. So, mal schauen, wie viel haben wir geschafft. 210.000. Ist doch ganz okay. Füge 500 Schaden zu. Na, da haben wir wieder das, ne? Mit dem füge 1000 Schaden zu, ist jetzt das nächste. Ich fände es eben besser, dass, wenn es jetzt zum Beispiel die Quest geben würde, füge 100.000 Schaden zu. Dass ich jetzt bis dorthin gekommen wäre. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich jetzt das ganze geschafft, ich hätte jetzt im Endeffekt alle Quests bis 100.000 geschafft, weil ich zu viele abgeschlossen habe. Wir schaffen immer nur die, die gerade sichtbar sind. Nur die können wir gerade abschließen. Weil das Beschissene dabei ist, genau, er ist jetzt nämlich schon Stufe 6 und wenn wir jetzt weiterhin bekämpfen, ist jetzt zum Beispiel die Mission, macht 200.000 Schaden viel schwerer. Also das ist schon irgendwie ekelhaft. Das ist nicht so geil gemacht. Als ob der Parigalosaurus so viel länger braucht als Judon. Was zur Hölle?
2 Tage? Hä? So viel besser ist der jetzt auch nicht, wenn ihr mich fragt. Also, interessanter Boss auf jeden Fall. Irgendwas gab es noch, was mich interessiert hat. Kam nicht... Wurde hier nicht irgendwas gesagt? Ja. Was ist das hier? Okay, Rabatt gibt es im Fusionslabor. Okay. Ich würde mal gern wissen, was brauchen wir denn eigentlich für diesen letzten Hybrid, den wir noch nicht haben? Da ist er. Nundagosaurus. Da hätten wir alle Saurier, ne? Das kann hier gefunden werden. Nundasaurus Level 40 bräuchten wir. Können wir das machen? Den haben wir doch, oder? Haben wir sonst alles eigentlich? Okay. Bis auf jetzt hier in der Wasserwelt haben wir nicht alles. Ist der hier nicht? Ich will mal ganz kurz diese neuen Features nutzen. Ich habe das noch nie gecheckt. Wir können auch jetzt hier alle Saurier angucken, ne? Nunda. Da. Gehe zu. Wo ist er? So, dann leveln wir den mal. Ja, haben wir 12 Stück. Würde ich nämlich sagen, machen wir heute den letzten Hybriden. Dann haben wir eigentlich, bis auf bei den Eiszeitviechern, alles momentan, oder? Fehlt uns eine Meereskreatur? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. So, in letzter Zeit, ist euch mit Sicherheit auch aufgefallen, habe ich sehr, sehr viele Videos rausgehauen. Lag hauptsächlich daran, dass ich die Zeit dafür hatte und ich einfach Spaß dran habe. Ich weiß nicht, ich habe, wenn man jetzt nicht allzu weit in die Privatsphäre gehen möchte, gerade, sage ich jetzt mal so simpel gesagt, ein bisschen schwere Zeit gehabt oder habe mich nicht so wohl gefühlt, teilweise. Und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du ein bisschen YouTube, bis du Spaß wieder hast. Und ja, war eigentlich echt ganz nice hier bisher, ne? Ich finde es gerade echt krass, was hier abgeht. Ich weiß, Jurassic World Evolution waren nur die ersten Folgen krank und dann ging es ein bisschen bergab, weil andere YouTuber das eben auch machen, also ziemlich viele sogar. Das Spiel geht echt viral, aber ich finde halt, also ich mache es halt so, ich mache erstmal alles auf 100%, die Welt, die, ja, die Insel und dann, ja, gehe ich erst weiter. Die meisten machen es halt so, sie kriegen 3 Sterne und zack, ziehen weiter. Was ich ein bisschen kritisiere bei mir selbst, ist halt, ich schneide echt wenig bei diesen Jurassic Evolution Videos. Wenn ich es bei anderen so sehe, die cutten echt ziemlich viele und können dadurch in einer kleineren Folge natürlich mehr zeigen, mache ich weniger. Ich möchte es eigentlich echt ziemlich legitim behalten, damit halt Leute das als, ja, Hilfe sehen, wie man weiterkommt an manchen Inseln. Aber gleichzeitig mache ich ja auch wieder einiges privat, hauptsächlich das Farming. Das heißt, wenn halt privat ziemlich viel Geld auf einmal da sein sollte, dann habe ich nicht viel getan, bis auf halt eben gewartet. Also wirklich, ich habe einfach nur gewartet, dass Geld reinkommt. Ich habe nicht wirklich was Neues gebaut. Ich habe Gebäude gebaut, damit hier Geld reinkommt und das war's. Also ein bisschen verbessert, aber sonst... Genau, und weil ich halt alles auf 100% machen möchte, was halt mir manchmal einen Vorteil natürlich auf die nächste Insel dann... mir einen Vorteil für die nächste Insel gibt irgendwie, weil ich halt dann die ganzen Saurier schon auf 100% habe. Ist halt gleichzeitig auf YouTube irgendwie ein Nachteil, weil alle anderen so schnell weiter wollen. Ich meine, man weiß ja schon mittlerweile, wie alle Viecher aussehen. Indoraptor auch, also... habe ich ja leider nicht. So, schauen wir uns mal an, was der Kollege so kann. Ob es wert ist, ne? Man kann ja jetzt die Stats auch nachschauen, wenn man nicht den Saurier besitzt, oder? So war das doch, weil jetzt haben wir ja... Obwohl, nur der Suchus, den haben wir ja schon noch im Endeffekt. Wir haben den halt, wir haben den ja schon noch, aber nicht mehr im Park. Wegen Platzmangels. Aber der Nundasaurus ist doch jetzt nicht mehr da. Hä? Bin ich blöd? Schauen wir mal, was er auf Level 10 so erreicht. Also, der sieht sehr interessant aus mit diesem riesigen Panzer. Sehr zusammengepresst irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder ist das hier gerade die Ansicht? Holy shit, Alter. Schaut das euch mal an. Das ist ja nicht menschlich. To
Podcast. Bumblebee ist nun Abonnent. Vielen Dank. Ja gut, 630, 161. Schauen wir mal, was der Nundersuchus so zu bieten hatte. Da, Nundersuchus. 632, 162. Ja, um 2 bis 3 Werte schlechter. Ist aber okay, wenn du dir einen zweiten leisten kannst. 4600. Warte mal, ich möchte mal vergleichen. Okay, der ist schon ein bisschen schlechter als der Pachyceratops. Der Pachyceratops war... 2 Bronze. Ja, wollte gerade sagen. Halt da mal. Der Diplotator... ist ja einiges schlechter, ne? Ja, weil der Irritator nicht so gut ist. Ich glaube, das ist eigentlich schon ziemlich balanced. Da ist der Indoraptor. Es ist schon okay, ja. Der ist nicht gerade günstig. Aber dafür ist er auch nicht bad. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Also von den Sets her ist es schon... da lohnt er sich schon, aber... der Preis ist halt schon ordentlich. Ich weiß nicht, ob wir ihn auf Level 40 bringen werden, weil... was bringt es mir? Ich sollte eigentlich mal Bronzen... obwohl, ich sollte eigentlich echt mal ein paar Bronzen auf Level 40 bringen. Weil wenn mal so ein Event ist, wo man nur seltene benutzen darf, habe ich meistens ein Problem. Aber das war's dann schon, Leute. Es war eine kürzere Folge. Also, erstmal das hier noch. Wusste, dass Nundakus aus räubischer Flussechse bedeutet... und ein ausgewachsener Nundaku bringt bis zu 2,5 Tonnen auf die Waage. Das ist fast so viel, wie die Zunge eines Blauwals. Schöner Vergleich. Ja genau, ich stimmt mal ab, was ihr meint, ob ihr den Indoraptor sehen wollt oder nicht. Also ich hätte, also, und probiert mal den Bug bei euch aus. Es würde mich echt interessieren, ob das bei euch auch funktioniert. Weil vielleicht habe ich jetzt ein paar damit geholfen, die das Viech bekommen wollen, ohne Werteänderungs-Apps. Also es gibt ja solche Apps, wo man halt den Wert dann ändern kann. Das kenne ich. Das weiß auch, wie man damit umgehen kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es bei der SDNS funktioniert. Ich dachte, da hat Lydia jetzt endlich mal was gemacht und das ein bisschen gefixt. Anscheinend ja nicht. Wir öffnen jetzt hier noch unsere Reise. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich könnte mit Hilfe dieses Bugs im Endeffekt den auch bekommen. Und ich meine, das ist ja ein Fehler von Lydia im Endeffekt, den sie hoffentlich fixen. Und nicht ein Cheat. Also, ja, es ist natürlich auch... schummeln im Endeffekt, aber trotzdem anders. Okay, es ist eigentlich bescheuert formuliert, aber eben, ich möchte von euch wissen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Stimmt mal ab. Genau, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Das war ich, der Marcel, mit dieser Folge. Mich interessieren eure Stimmen. Ja, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.